Willkommen Fußballfreunde zu einem neuen Video auf Team Evil. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal um ein ganz besonderes Thema. Und zwar geht es heute um den schlechtesten Spieler in der Startaufstellung deines Top-Vereins. Also die Großen habe ich dabei, Bayern, Dortmund, PSG habe ich dabei, Liverpool. Ein paar große Vereine habe ich rausgesucht und da werden wir jeweils den schlechtesten Spieler der Startaufstellung suchen. Bevor ihr jetzt ausrastet. Es können natürlich sein, dass alle 11 Spieler Weltklasse sind, aber trotzdem müssen wir den schlechtesten bestimmen. Ich bin sehr gespannt. Fangen wir mal an mit den Bayern. Ich glaube, dazu hat jeder eine Meinung. Ich glaube, wenn Bayern mit der absoluten Top 11 spielt, da wird es super schwierig. Einem Lewandowski kannst du es auf gar keinen Fall geben, einem Müller auch nicht, Gnabry auch nicht, Coman auch nicht, ja, Goretzka in überragender Form, Kimmich einer der stärksten sowieso. Es muss wahrscheinlich einer aus der hinteren Kette werden. Und da kann es auf jeden Fall schon mal nicht Alaba werden, weil der es überragend macht, ja, in seiner neuen Rolle als Innenverteidiger. Auch Boateng erlebt seinen zweiten Frühling, wie stark der auf einmal ist. Aktuell wahrscheinlich der beste deutsche Verteidiger. Links Alphonso Davies, der Roadrunner, wie sie ihn nennen. Und in dieser Bestaufstellung quasi muss ich leider an Pavard diese Rolle geben. Und nicht, weil Pavard schlecht wäre. Nein, er überzeugt mich sehr. Ich bin vor ihm begeistert in dieser Saison. Also hat mich positiv überrascht. Ich dachte immer, Pavard einer für die Bayern. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, aber er macht es defensiv solide. Auch offensiv schaltet er sich ein, macht sogar Tore, ist auch torgefährlich. Ich erinnere mich bei ihm immer an dieses Wahnsinnstor gegen Argentinien bei der WM, wo er diesen Dropkick so wirklich Weltklasse einfach verwandelt. Ihr wisst bestimmt, welches Tor ich meine. Ja, aber auch im Bayern-Trikot trifft er auch nach Ecken, nach Standards gefährlich. Defensiv solide, aber jetzt von allen Spielern aktuell in dieser Topform von FC Bayern muss ich ihm doch den schlechtesten rangeben. Nicht, weil er schlecht ist, wie gesagt. Nicht, weil er schlecht ist, aber einem müssen wir es ja geben. Wenn ihr jetzt sagt, Julian, was laberst du? Wem würdet ihr es dann geben? Wen von diesen Top 11 Spielern würdet ihr es denn geben? Neuer habe ich jetzt weggelassen, aber ich glaube, das ist klar, dass man dem es auch nicht geben kann. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt, wen ihr den schlechtesten Spieler der Startelf von den Bayern findet. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. So, weiter geht es mit Juventus Turin. Ich habe mir dafür nochmal die Aufstellung von gestern, habe ich mir da kurz rausgesucht, Freunde. Die schaue ich mir eine Sekunde an. Juventus Turin gestern aufgelaufen mit Buffon im Tor, Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Costa, Ronaldo, Dybala. Also ich glaube, den vorderen drei kann man es nicht geben. Ronaldo, also brauchen wir nicht diskutieren. Dybala, wahnsinniger Spieler, auch wenn die gestern jetzt noch nicht so krass gespielt haben, aber auch Costa feiere ich extrem. Kommen wir zur Mitte. Matuidi, Pjanic, Bentancur. Okay, hier könnte man eventuell drüber nachdenken. Alexandro nehme ich raus, da finde ich auch richtig gut. Bonucci, also einer der besten Innenverteidiger der Welt, meiner Meinung nach. De Ligt, mit durchwachsener Saison. Danilo rechts hinten und Buffon im Tor. Buffon, natürlich könnte man sagen, aufgrund seines Alters müssen wir ihm das hier geben. Er hat bei mir so ein bisschen Legendenstatus. Fällt mir ganz schwer, es bevorzugeben. Ich glaube, von dieser Elf würde ich es am ehesten Danilo geben. Also der schlechteste Spieler. War noch nicht so, hat mich noch nicht so überzeugt generell, seitdem er bei großen Vereinen spielt, sei es bei Real oder eben jetzt bei Juve. Noch nicht wirklich mich überzeugt. Ich sehe auch eher Cuadrado da vorne auf der Rechtsverteidigerposition. Auch wenn Cuadrado ursprünglich eigentlich ein offensiverer Spieler ist, sehe ich bei Juve da eher Cuadrado und Danilo dementsprechend da als den schwächsten. Bentancur, an den könnte man es eventuell noch geben. Ist halt ein noch relativ junger Spieler mit viel Talent. Überzeugt mich jetzt auch nicht jedes Spiel. Pjanic, Matuidi, also Pjanic finde ich doch den besten zentralen Mittelfeldspieler von Juve, deswegen kann ich es ihm nicht geben. De Ligt vielleicht wegen einiger Wackler in dieser Saison, könnte man es auch überlegen, aber ich glaube, ich gebe es hier an Danilo. Wenn ihr es hier wieder anders seht, liebe Freunde, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich bin gespannt. Weiter geht es mit Liverpool, da habe ich jetzt das letzte Spiel genommen von Liverpool, was noch ausgetragen wurde, es geht ja bald auch wieder los, aber es war gegen Atletico Madrid. Ja, da haben wir im Tor Adrian, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Trent Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Mané, Firmino, Salah. Okay, also in dieser Elf ist, glaube ich, ganz klar, wem man es geben muss, und zwar Adrian, dem Torhüter. Der hat sogar in diesem Spiel gegen Atletico Madrid, von dem die Ausstellung ist, riesen Fehler gemacht. Und dementsprechend muss ich es an ihm geben. Er ist ein sehr unsicherer Torhüter, meiner Meinung nach. So eigentlich Kategorie Loris Karius bei Liverpool. Ich finde, Adrian und Karius unterscheiden sich jetzt nicht so krass. Sicherlich ein grundsolider Keeper bei einem anderen Verein, aber bei Liverpool immer mal wieder mit einigen Fehlern. Er hat immer so ein überragendes Spiel gemacht, aber wenn ich ihn gucke, dann oft mit so ja, eigentlich schon Patzern, muss man sagen. Deswegen würde ich es hier Adrian geben. Wenn alles von einem Tor wäre, würde ich es eventuell Henderson geben. Henderson, da sagen immer alle, der ist super wichtig für die Mannschaft. Auf der anderen Seite ist er aber fußballerisch eher einer der Schwächeren. Einer, der das Team auf jeden Fall zusammenhält. Ein Kämpfer, das definitiv. Und deswegen auch oft in der Startaufstellung und sogar Kapitän. Aber ich finde, Henderson ist einer, der wichtig ist für die Mannschaft. Aber ich glaube, ja, jetzt ist er fußballerisch einer der Schwächsten. Und das sagt aber natürlich jetzt nicht so viel aus, weil ich meine, wenn du Leute vor dir hast wie Firmino, Salah, Mané, das sind alles Wahnsinnskicker, dann ist es nicht schlimm, wenn du da schwächer bist. Also ich würde sagen Henderson, aber eigentlich jetzt in dieser Aufstellung Adrian. Aber wenn alles noch im Tor ist, kann ich es ihm natürlich nicht geben. So, weiter geht es mit Real Madrid.
habe ich hier die Aufstellung, die spielen jetzt ja auch wieder, aber ist die letzte Aufstellung, die ich gefunden habe. Courtois im Tor, Marcelo links, Ramos, Varane, Militao, Casemiro Junior, Vinicius Junior, Kroos, Modric, Vasquez, Benzema. Ja, hier ist es schwierig, an jemanden zu geben. Am ehesten natürlich an Militao würde ich es geben oder Vasquez. Ja, beides auch keine schlechten Spieler. Wie gesagt, das sind alles Top-Vereine. Freunde, ist kein Spieler wirklich schlecht. Ja, das ist natürlich klar, sonst würden sie überhaupt gar nicht das Trikot von Real Madrid tragen. Eventuell würde ich es Vasquez geben. Ja, Marcelo natürlich auch nicht so in der wahnsinnigen Form. Hat natürlich auch bei mir so ein bisschen Legendenstatus, aber in der aktuellen Situation könnte man es vielleicht auch ihm geben. Vinicius Junior ist ein super quirliger, toller Spieler, der am Abschluss feilen muss, definitiv. Also das funktioniert bei ihm noch nicht, aber sonst einer meiner Lieblingsspieler. Kroos, Modric, ja, das brauchen wir nicht diskutieren. Benzema auch nicht, Casemiro auch nicht. Also es wird entweder Vasquez oder Militao, denke ich, treffen bei mir, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Schwierig, weiß ich nicht. Einer von beiden, Freunde. Sucht euch einen aus. Wenn ihr es anders seht, in die Kommentare. So, weiter, liebe Freunde, geht es mit dem FC Barcelona. Und hier habe ich die letzte Aufstellung noch von Real Sociedad, also vom Spiel gegen Real Sociedad. Ter Stegen im Tor, der Messi mit Handschuhen, den werden wir sicherlich nicht hier nehmen. Jordi Alba auch nicht, Longley, Piqué. Okay, könnte man diskutieren, die Innenverteidigung von Barca nicht immer ganz so sicher. Semedo rechts soll ja verkauft werden. De Jong, der neue Iniesta, also gut, schon anderer Spielertyp, aber soll im Mittelfeld aufgebaut werden als neuer Superstar. Busquets werden wir auch nicht wählen, Rakitic auch nicht, auch wenn er ein bisschen außer Form ist in dieser Saison und ein bisschen hinten durchfällt. Messi, ja, also Freunde, Messi würde ich natürlich sofort nehmen. Nein, also Messi kann man nicht nehmen, Griezmann auch nicht. Braithwaite. Einigermaßen noch nicht richtig ausgesprochen, ist sehr schnell, aber müsste ich jetzt in dieser Formation wahrscheinlich ihm geben. Ist ja eine neue bei Barca, relativ unerwartet war der Transfer zustande gekommen im Winter. Auch, glaube ich, aufgrund der Verletzung von Dembélé. Wie gesagt, ein schneller Spieler. Ja, will sich bei Barca beweisen, wird man sehen. Aber aktuell in dieser Aufstellung würde ich es wahrscheinlich ihm geben oder sonst einem der Innenverteidiger oder aus der Viererkette, außer Alba. Ja. Ja, oder vielleicht Rakitic oder außer Form. Es ist schwierig, Freunde. Aber hier Braithwaite, ich glaube, da können wir uns auf einen einigen. Aber es ist auch ein guter Kicker, muss ja nur bei Barca noch beweisen. Ja. So, weiter geht es mit Borussia Dortmund. Ja, wen nehmen wir denn hier? Ja, ich habe jetzt die letzte Aufstellung gegen Hertha BSC Berlin. Haben wir im Tor Bürki, Akanji, Can, Piszczek, Guerrero, Delaney, Witzel, Hakimi, Hazard, Sancho, Brandt. Ja, also wem ich schon mal nicht gebe, ist auf jeden Fall Sancho, auch nicht Brandt. Gefällt mir auch super, Hazard gefällt mir auch gut. Hakimi, einer meiner Lieblingsspieler beim BVB. Witzel, Delaney machen solide, Guerrero auch in einer super Verfassung. Also wir müssen wieder, man merkt irgendwie, weiß nicht, ob es jetzt an meiner persönlichen Geschmack liegt, aber es trifft ja eher die Verteidiger eigentlich. Emre Can gebe ich natürlich auch nicht, also Akanji, Piszczek oder Bürki. Und ich gebe es in diesem Fall an Bürki. Ich bin kein großer Freund von Bürki, muss ich sagen. Solider Bundesliga-Torhüter für mich, aber eben kein Top-Torhüter. Und ich finde, der BVB, auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache, ja, finde ich, hätte einen etwas besseren Torhüter verdient. Also wie gesagt, Bürki kein schlechter Mann. Aber wie gesagt, keiner, der dir die krassen Spiele gewinnt. Ist meine Meinung. Ist meine Meinung. Wenn du vergleichst die Bayern mit einem Neuer und dann der BVB mit Bürki, ich finde auch er war schuld unter anderem dran, dass man gegen Bayern dieses wichtige Spiel verloren hat. Weil diesen Heber von Kimmich, den finde ich, kannst du halten oder darfst da nicht so vom Tor stehen. Also deswegen Bürki muss ich hier an dieser Stelle quasi nehmen. Ja, was seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Weiter geht es mit PSG Paris Saint-Germain. Habe ich das letzte Spiel gegen den BVB schon ganz lange her. In Frankreich wird ja auch gar nicht mehr gespielt in dieser Saison. Also wird dann noch spannend, ob sie bei der Champions League teilnehmen. Wahrscheinlich schon, weil es dann in einem anderen Land stattfindet. Unter anderem Portugal ist ja im Gespräch. Also bin ich gespannt, wie man das dann quasi zu Ende bringen möchte. Ja, also hier haben wir im Tor Keylor Navas. Wir haben Juan Bernard. Da weiß ich, was Uli Hoeneß sagen würde, wer hier diesen Titel verdient hätte in unserem Ranking. Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, Paredes, Gueye, Di Maria, Neymar, Sarabia, Cavani. Ja, also schwierig, 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 es jemandem hier zu geben. Cavani, ja, ist in dieser Saison nicht in der Wahnsinnsform. Icardi hat da so ein bisschen die Nase eigentlich vorne, aber trotzdem noch der Matador, starker Spieler. Neymar, Di Maria, reden wir gar nicht drüber. Paredes, Gueye, über einen von den beiden könnte man diskutieren. Ja, Juan Bernard, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer. Ich muss sagen, mit Kehrer ist auch, wie soll ich sagen, ich habe mal so einen Spruch gelesen, du kriegst Kehrer aus Schalke, aber Schalke nicht aus Kehrer. Ja, manchmal auch immer ein bisschen unsicher noch in Verteidigung. Trotzdem würde ich es wahrscheinlich hier Paredes geben.
Schwierig, schwierig. Was seid ihr, liebe Freunde? Was seid ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, ansonsten war es das erstmal mit dem Video. Ich habe natürlich nicht alle Top-Vereine reingenommen, sonst wäre es zu lange geworden. Also bitte jetzt nicht sagen, aber Chelsea hat gefehlt oder Atletico hat gefehlt. Sorry, Freunde. Dann vielleicht beim nächsten Mal mache ich nochmal so eine Variante. Vielleicht von jedem Bundesligaspieler der schlechteste Spieler der Startaufstellung oder sowas. Wenn ihr Bock auf sowas habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Ideen habt für Top-Listen, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin offen für alles, liebe Freunde. Ja, macht mir Spaß, diese Listen zu machen. Komm auf jeden Fall jetzt mal wieder öfters. Das war's von mir. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.